Sagt es jedem einen und einem jeden. Okay. So, hier waren wir stehen geblieben und so. Alarm, Alarm, YouTube. Wir sind auf YouTube gewechselt. So wie guck, was du da gemacht hast. Jetzt haben wir das hier im Stream. Ja, aber das ist ja gleich wieder weg. Das ist ja gleich wieder raus, Mann. So. Das wird betätigt, Alarm aus. Danke. Okay, ich lese noch den letzten Twitch-Ding durch. Mhm. Kennt ihr das, wenn ihr eure Nachbarn unter euch beim Sex nachts hört und euch dann denkt, boah, ich glaube, ich gehe den Lörres buddern? Never forget Game In 2016 bis 2016. Ja, yep. Nein, aber... Aber ich bin schon seit 2015 dabei. Die Wahrheit ist, das kenne ich durchaus. Aber mein Lörres buttern tue ich nicht immer. Das ist schon ein bisschen eklig. Bei dieser Gelegenheit. Ja gut, ey, Mann, ganz ehrlich, was soll man machen, ey? Auch wenn man in der WG wohnt, das ist echt so ein bisschen, naja, kann man wohl kaum verhindern. Oder wenn man Brüder hat. Ich habe keine, die in dem Alter wären. Na, ich habe auch... Aber ich habe Geschichten gehört. Geschichten von Brüdern? Von Freunden, die Brüder haben. So Wincest-Geschichten, oder? Wincest? Wincest ist, wenn Incest geil wird. Das ist Wincest. Wincester 9000. Hashtag Wincest, ey. Okay. Ja, wenn YouTube Wolfenstein verboten wäre und gebannt wird. Ja, damit müssen wir, sagen wir mal, alle vorlieb nehmen. Hallo, ich habe... Bist du bannt auf Twitch? Nein, gebannt sind wir nicht. Nein. Nur Twitch will einfach nicht unseren Steam-Key anerkennen. Ja, das ist mehr so ein technisches Problem als ein Twitch-Problem. Ich hoffe einfach mal auch. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch keine böse Mail bekommen. Es sei denn, sie ist in Junk-Mail. Aber Caroline hat mir einen Business-Vorschlag gemacht. Hören wir uns den ganz kurz an. Ja, der Business. Hallo! Ausrufezeichen. Ich bin sicher, dass diese Mail als Überraschung zu Ihnen kommen würde, weil wir nicht wissen, einander persönlich. Ich bin jetzt schon überfordert mit diesem Nebensatz. Ja. Und Sie können auch fragen, warum ich sollte Ihnen eine Verbindung setzen? Ich habe Ihre Adresse durch eine Seite im Internet, E-Mail. Ha. Ich schreibe euch nach sorgfältiger Überlegung und Glauben, dass Sie das Geschäft mit mir umgehen, kann ich weiter unten erklären. Was? Ja, da steht da so Wort für Wort und nicht, weil ich betrunken bin, ist das so. Wieso will Caroline ein Geschäft mit dir abschließen, Jan Socek? Ich bin Frau Caroline Freund. Wieso will sie das? Ist sie jetzt ein Freund oder heißt sie mit Nachnamen? Und warum heißt sie dann Frau Caroline? Ja, und Freund. Um was für ein Geschäft geht es hier, Jan? Das werden wir sehen. Ein britischer und der Hauptbuchhalter von Offshore Bank, Kahoot Bank PLC London Büro. In meiner Abteilung entdecke ich eine verlassene Summe von US-Dollar 8 Millionen Hessel ausgeschrieben. Hat das Caroline wirklich so ausgesprochen, als sie das geschrieben hat? Wahrscheinlich ist es Bankkonto unserer ausländischen Kunden, Herr Paul Luis Elay, der zusammen mit seiner Frau im Jahr 2013 ich vertraue Caroline bei einem auf den ersten Blick. Sturzstart. Okay. Bitte sehen Sie Webseite für weitere Informationen. Ich vertraue Caroline sofort und ich würde auf jeden Fall... Ich hätte sehr gerne das Geld jetzt. Ja, das ist im Grunde das, worum es geht hier. Ich brauche diesen Stream nicht mehr. Ich habe ausgesorgt für meine Leben lang. Schreib Caroline bitte zurück. Hallo Caroline, mein Name Jan Socek. Socek Jan, Business Vorschlag. Mir geht gut. Genau. Grafik Design auf Motion. Genau. Und dann sag, dass du ihren Business-Vorschlag akzeptierst, weil das ist das Beste, was dir je passiert ist. Und 8 Millionen Dollar hört sich hervorragend an. Bitte alle auf mein Schweizer Bankkonto. Genau. Und zünden Sie bitte 3 Kinder an.
Ist das etwas, was in den Bedingungen steht des Vertrags, im Kleingedruckten? Weil wenn das die Bedingung ist für 8 Millionen Dollar, dann muss man sich das ernsthaft überlegen, ob die drei Kinder das wert sind. Aber nichtsdestotrotz, das ist... Ja. Ich würde sagen, ja. Das hört sich nach einem seriösen Angebot an und ich würde das durchaus wahrnehmen. Und wer würde denn 8 Millionen einfach so ausschlagen, ohne ein kleines Risiko einzugehen? Vor allem, wenn jemand so professionell daherkommt und einem einfach so eine Mail schreibt, einfach aus dem Nichts, das ist für mich sofort ein Grund, um mit dieser Person ein Geschäft zu machen. Deswegen ist wahr. Also, aber tatsächlich, der eine hat nicht gelogen, er hat tatsächlich 1 Euro gespendet via PayPal. Das ist nicht so schlecht. Naja, wenn das 20 Leute ein Beispiel an sich nehmen, hätte ich 20 Euro. Und dann hättest du dir Insta selber gekauft, Euro. Statt das dir zu schnorren von deinem Sugar Daddy. Tja, so schnell kann es gehen. Du machst das nicht gut. Aber hier lässt Chance to Snack 35 Beloved Sierra Classics. Was sind diese Sierra Classics? Auf Humble Bundle. Ja, das ist das neueste. King's Quest, na super. Und löschen. Okay, jetzt lese ich auch mal wieder den Chat. Weil der Chat geht hier auch fast riot. Okay. Und die Frage ist, schaffen wir es im YouTube-Stream auch mal hier auf 40 Leute, so wie im Twitch-Stream? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Caroline wird uns da aushelfen können mit ihren 8 Millionen Dollar, die sie uns einfach so in den Arsch... Dann kaufen die uns einfach. Ja, wir haben ja jetzt das Geld. Deswegen. Nee, aber das Ding ist tatsächlich, ich würde ja auch zu YouTube wechseln, weil die haben dieses Ding, man sieht sofort, wie viele Leute... Also du hast die Statistik sofort. Okay. Und bei Twitch nicht, oder was? Nee, bei Twitch nicht. Das hat Max uns programmiert, dass wir das sehen. Oh. Diesen Graphen. Also Max ist ja schon der King, was das angeht. Ich glaube, dem kannst du alles geben. Hey, wir brauchen das. Der programmiert dir alles. Das ist schon krass, ey. Also wir bräuchten einfach ein paar Leute von denen. Ein paar Maxe. Okay. Also man kann sagen, was man will. Man kann halten, was man von ihm will, aber... Er versteht sein Handwerk. Die Explosion sah gar nicht so scheiße aus. Bisher habe ich es auch gespielt, tatsächlich. Die Grafik ist allgemein ganz geil für 2001. Meine Fresse, okay. Wo ist das Essen? Und ihr könnt ja ein Like da lassen. Oder ein Kommi. Ein Kommi braucht ihr nicht da lassen. Kommi schreibt ihr einfach im Chat. Okay. Dafür gibt es gar keinen Begriff. Begriff? Also ein Begriff. Jetzt Chatty oder so. Schreibst du Chatty? Ja, das ist ein bisschen zu gay, muss ich sagen. Ja. Aber ein Kommi nicht. Ein Kommi ist auch ziemlich am Limit, was das angeht. Gucken wir mal auf Twitter. Ich habe sehr viel auf Twitter. Ihr dürft übrigens sehr viele GIFs machen. Das freut mich immer, weil dann fühle ich mich fame. Dann fühlst du dich fame? Ja. Okay. Ich freue mich immer, wenn Leute GIFs machen. Ja gut, GIFs sind schon was Feines, ey. Ich habe mich gerade... Weil das ist dann so... Mehr Arbeit kann man sich eigentlich nicht machen. Das stimmt, ja. Wie einen bestimmten Moment rauszusuchen und für eine breite Audience zu spreaden. Ja. Um mal im Deutschen zu bleiben. Das ist ja einfach mal derbe amüsant immer irgendwie. 3, 4. Bist du auf Twitter? Ich? Tatsache. Ja, ich bin auf Twitter, aber ich poste vielleicht 2-mal im Jahr was oder so, weil ich persönlich, ich habe echt nicht gecheckt, was ich da will. Dann brauche ich dir ja nicht folgen. Nicht so wirklich, ne, da passiert nicht Wobei, viel. Wobei, wenn du nur 2-mal im Jahr was willst, ist es fast angenehmer. Ich finde es immer schlimm, wenn Leute irgendwas... Ich bin ja bei Instagram, Twitter, Tumblr sehr, sehr strikt und ich lösche auch Leute... Wo ich sehe, oh, das ist was Interessantes und dann merke ich, okay, jetzt wird dann aber sonst nur Essen oder Scheiße. Ja, das ist halt so das Ding so, was genau will ich den Leuten eigentlich mitteilen? Ich weiß es noch nicht mal selber so. Und wenn ich nichts zu sagen habe, dann halte ich einfach mein Maul. So, gucken wir mal auf meinen Twitter. Bei mir ist es im Grunde zu 99% Werbung. Ich fange jetzt an zu streamen. Was wollt ihr sehen im Stream? Ey, ich habe was Neues auf YouTube, guckt euch das an und Bilder. Okay. Die auch auf Instagram. Ja, gut, das kann man ja mal bringen, so vom Ding her. Aber ich hatte ja noch nicht mal einen Stream oder einen Channel oder was. Also, ich benutze es wirklich nur als Werbeplattform. Ja. Weil mir da viele Leute folgen und ich hoffentlich viele erreiche. Das macht ja auch irgendwo Sinn. Ich glaube, dafür ist Twitch ja auch, Twitter irgendwo da. Zu einem gewissen Grad. Bin kacke, hier das Foto. Dem folge ich. Moonwalker.
Ja, so sieht's nämlich aus. Jalapeno Burger plus Jalapeno Burger 9 Euro. Jalapeno? Coca-Cola? Ja. Das sprichst du so richtig schön deutsch aus, muss ich sagen. Jalapeno. Bitte mit ganz vielen Jalapenos. Wie spricht man es denn richtig aus? Jalapenos. Jalapenos, aber da ist gar kein CH. Ja, das stimmt, aber die Spanier sprechen das J als Ch aus, deswegen hast du unter spanischen Videos immer Ja stehen, weil das ist für sie Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Ich verstehe. Deswegen. Der Stream leckt etwas. Oder lackt etwas. Das könnte an dem... An der Grafikbombast. Ja, ja. Das ist für uns auch ein bisschen ruckelig ab und zu. Die Framerate droppt ab und zu. Ja. Aber das ist... Vielleicht ist das Spiel einfach nicht gut ausgelegt auf... Ja. Man muss ja auch sagen, dieses OBS frisst ordentlich Ressourcen. Muss man ja so sagen. Ist das so? Ja. Okay, krass. Aber 10 Frames sollte es nicht sein. Ja, nee, das nicht. Also, und lass doch mal, doch guck mal, immerhin einer hat ein Like da gelassen. Das ist doch nett. Könnt ihr nicht wenigstens aus Nettigkeit einen da lassen? Ich hab da aufgehört, weil ich mich irgendwann verlaufen habe. Okay. Es ist eigentlich im Grunde immer im Kreis laufen hier. Glaube ich. Es kann sein, dass ich mich jetzt verlaufe, einfach nur so aus Prinzip. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es hier so weit ging. Ja. Komplett raus. Ja. Okay. Aber ey, solange du Ahnung hast, bin ich überglücklich. So halbwegs. Ich lass mich auch nur noch berieseln und... Die Levels werden eigentlich nur noch geiler, so. Das ist nur der Anfang. Hat auch jeden Kniff hat er gelernt hier. Ja, also naja. Aber man sieht, du hast es schon mal gespielt. Ja, das ist so gut. Es wirkt nicht so, als hättest du keine Ahnung, was du da tust. Dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel, Mann. Das ist so meine Shooter-Zeit, so. Frühe 2000er, so Max Payne 1 und so. Das ist ich genau habe Max Payne 2 durchgespielt, tatsächlich, auf PS2 wohlgemerkt. Oh, das ist hart. Also, das ist schon. Ja, toll. Im Nachhinein ist es hart. Ich habe es dann nochmal versucht. Ja, hattest du ein Auto-Aim auf der PS2 so? Ich glaube nicht. Okay. Also so richtig. Es ist einfach nur ein ganz einfaches PC-Port ohne Safe Quick. Wir sollten vielleicht einfach noch ein bisschen Bier trinken, dann wird auch das Gehirn auch wieder besser, habe ich gehört. Ja, so wie Nesquik, nur mit Safe Quick, ey. Aber hier Hogan hat geschrieben, hey, ich habe Twitter seit Jahren wieder auf wegen Jan. Twitter? Twitter sind auch schon eine gute Sache, muss ich sagen. Oh Mann! Twitter.com, Leute. Die Domain muss es doch geben. Ich würde gern wissen, was auf Twitter.com so abgeht. Auf Twitter.com. Kann ich eigentlich Twitch? Ja, ich glaube, Twitch kannst du dicht machen. Ich glaube, dann kriegst du auch mehr Performance so. Warte mal kurz. Was passiert? Naja, ich würde mich ja freuen, wenn wir hier nicht auf 40 sagen, wenn wir auf 30 Leute, hier 7 Leute haben geliked. Das ist doch schön. Das ist doch nett, Mann. Das ist eine Glückszahl, habe ich gehört. Und wenn jemand den Ausgang zu diesem Level weiß, dann bin ich noch glücklicher. Ich muss dazu sagen, ich bin hier ein bisschen... Da geht's dir wie mir nämlich. Ja, ich habe nämlich keine Ahnung, weil alles führte zum gleichen Raum. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Das ist ein bisschen Backtracking hier in dem Laden. Und zwar, glaube ich, wieder du hier. Du warst hoch. In dem Raum jetzt schon dreimal. Ich weiß, aber ich muss noch weiter zurück, wenn ich. Das Ding ist gar nicht mehr so schlecht. Ich spüre das sogar so passiv bisher. Ja, genau. Guck mal, neue Gegner, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es gibt zwei Arten, wie man im Shooter weiterkommt: Gegner spawnen neuer. Ja, genau. Und Licht. Stimmt, das stimmt. Licht ist immer so... Aber das ist allgemein in Spielen immer so ein ganz... Hinweis, okay, da musst du hin. Da, okay, hier sind wir richtig. Genau, Backtracking ist hier angesagt. Alles klar, ich weiß, wo ich bin. Da ist die Tür, diese Tür ist auf jetzt. Und ich muss den Sniper ausweichen, weil der killt mich in 3 Schüssen. Doch, du... Ja. Komm her, du Pisser. Es ist eigentlich lustig, dass er alles aus der Hüfte schießt, ne? Das war früher so, da hattest du nicht so einen komischen Call of Duty-mäßigen hier Aim-Down-Side-Shit hier. Da bist du reingerannt und hast gesprayt wie ein... So Iron Sight. Bam, so hast du gespielt früher. Rein und ballern. Ich habe ja auch tatsächlich mal
vor einem Jahr so eine Phase gehabt, wo ich wirklich Shooter gesucht habe, die kein Ironsight haben, die das auch nicht verlangen. Das findest du heute kaum noch, ey. Das ist echt schwierig geworden. Ja. Weil die Waffen machen halt auch, die sprayen mehr, wenn du nicht anlegst. Hier sprayen die Waffen allgemein und das finde ich eigentlich ganz geil in dem Spiel. So. Aber du hast halt auch keine Option, um das zu verbessern. Das stimmt, genau. Das ist halt das. Ja. Gut. Sehr schön. Level 2 und... 21 Zuschauer, so darf es weitergehen, das freut mich. Ja, ey, und sobald wir zu den Zombies kommen, danach geht es nur noch... Dieses Spiel ist einfach nur geil. Ich weiß, das ist eine Spirale des Glücks. Ja, für mich schon, ey. Das ist für mich gerade ein richtiger Glücksmoment hier. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Das gute alte der Return to Castle. Es ist halt ein Klassiker, sage ich mal. Weil es aber auch solide aussieht. Es hat jetzt keine Arzi-Fazi-Effekte, die irgendwie altern könnten. Damals war es Grafik 1 bei der Bravo Screen Fun. Und das will schon was heißen. Naja, eigentlich nicht. Die Bravo Screen Fun hat für jeden Scheiß eine 1 gegeben, ey. Es hat Charaktere. 1. Ja. Ja. Ja, aber prinzipiell, man kann sich das heute immer noch angucken. Ja, aber ich meine, PC-Spiele, wenn die einigermaßen Texturen haben, klare Abgrenzung, kann man die sich geben. Auf jeden Fall. Weil PC-Spiele skalieren halt, das ist das Schöne am PC-Spiel. Wer Brothers in Arms vorhin gesehen hat, das sah halt groß skaliert aus. Es wurde grobkörnig und unscharf. Hier kann man halt die Auflösung schön im Jahre 2016 auf Full HD drehen und dann sieht es wieder geil aus. Ja, es hat halt dennoch scharfe Kanten und keine Sägezahnkanten. So, Alarm aus. Oh, Alarm an. Verzeihung, Alarm aus. Niemand ist hier. Ich war nicht hier. War ein Test! Ja, ja, genau. Der Alarm funktioniert noch! Es ist alles weitermachen! Gut. Alles gut, alles gut. Hier liegen keine Leichen rum. Hier ist nicht so ein verrückter Pole durchgerannt. Ich meine, Blaskowitz, das ist ja wohl... Ich habe keine Ahnung. Er ist ja irgendwie... Wie heißt er eigentlich mit Vornamen? BJ? BJ ist kein Vorname, aber durchaus etwas Nettes. Für was steht denn? Tatsächlich wurde in Old Blood, sagt er auch kurz seinen kompletten Namen. Echt? Ja, ja. Okay. Und dann sagt Boris Johann Blaskowitz. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sagt er irgendwas, warum er so heißt. Okay. Ganz kurz in einem Nebensatz. Lustigerweise gibt es genau diese Stelle auch in Old Blood. Echt? Ja, ja. Hammer, ey. Kaum. Wir fahren jetzt aber nicht zufällig runter in eine Stadt, wo dann die Zombies kommen. Doch. Dann ist es ja tatsächlich ein Remake. Ja, das ist eigentlich ein Remake, oder nicht? Also nur, dass es gespiegelt ist. Ja. Die Lore funktioniert nicht. Ich muss sie, glaube ich, irgendwie aktivieren. Weil dann ist es ja tatsächlich so ziemlich ein Remake, das Outblatt. Ja, ja. Nicht schlecht. So, das Ding muss eigentlich laufen, glaube ich, damit die Seilbahn funktioniert oder was? Was sagt der Chat? Wisst ihr das alles noch, den ganzen Scheiß hier? Vielleicht weiß er am Blow. Ja, hier, okay, ich hab's wieder. Die Seilbahn funktioniert. Blowjob Blaskowitz ist voll am Abgehen. Okay. Im dritten Reihe. Moonwalker schreibt, Dima spielt schneller. Wir wollen noch die Latex-Tussen sehen. Oh, das dauert noch. Das dauert. Die Latex- es gibt Latex-Tussen, Moment! Ja, ja, es gibt richtige Nazi-Latex-Tussen hier in dem Spiel. Die aber ey, das sehe ich auch gern sehen. Das dauert noch ewig. Dafür gibt es sogar Nackt-Skins und so einen Scheiß für diese Latex-Tussen. Es gibt alles. Das hätte ich ja fast nicht gedacht. Erzähl mir mehr. Oh, well. Aber das Old Blood hört dann wahrscheinlich eher auf, weil es hört dann einfach mit dem Endgegnerkampf. Weil du gehst dann nur noch runter in die Stadt, bist dann kurz in irgendwelchen Ruinen und fertig. Okay. Hast du denn mal... Ich habe das mal für YouTube gemacht. Also nicht so regelmäßig gestreamt, aber ich gucke mal, ob ich das finde. Ich habe es gefunden. Wolfenstein gespielt. Das von Ravensoft? Ja. Okay. Was hier auch indiziert ist, habe ich mal für einen YouTube-Kanal gespielt. Hat so einen leichten Hub-World... Genau, das, wo alle Spiele auf einmal Open World sein mussten zu der Zeit, so wo Thief 3 irgendwie auch Open World sein ist musste. Aber auch von Activision tatsächlich und mit der Havoc Engine. Ja klar, alles hatte irgendwann es Havoc hat Engine. Alle Engines, glaube ich, da Demonware und Open World und Havoc Engine und was weiß ich. Bink Video geil, Alter. Oh Mann, ja, das waren noch Zeiten, ey.
Das ist aber auch nicht so verkehrt. Und folgt dir tatsächlich, weil das hat ja die Hubworld und du hast dann so Quests mäßig. Ja, ja, genau. Das war so tatsächlich. Ich glaube, ich kann hier rüberlaufen, so, weil die Bahn nicht mehr fährt. Ja. Oh, kann ich nicht, aber gut, dass ich Quick Save gemacht habe. F9. Ach, ja. Ich habe jetzt gar nicht auf den Chat geachtet, aber ihr wisst ja, wenn ihr was an uns gerichtet haben wollt, dann einfach @GameInc. Da bin ich richtig. Genau, das war das Ding. Schalter an. Ich weiß nicht, wie ich da gerade reingekommen bin, aber... Ich auch nicht. Ja, Schnauze Heinrich. Oder wie auch immer du heißt. Bestimmt Heinrich. So, fertig. So viele Möglichkeiten gibt es. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich gelöst. Ich habe getut, gelöst. Übrigens ist eben Old Blood, wenn man das im Original spielt, also auf Englisch, ja, hat es so ähnlich wie bei Inglourious Basterds eine sehr gute Sprachausgabe. Dadurch, dass er versucht, so einen deutschen Akzent drauf zu kriegen. Ach, wie witzig, ey. Also er spricht Deutsch, aber mit einem sehr amerikanischen Akzent. Geil. Und dann irgendwann wird er gefragt, irgendwas. Und dann sagt er einfach nur Hot Dog. Geil. Das ist ganz schlechten deutschen Akzent. Hammer. I approve this message. Ich mag sowas, wenn auf sowas geachtet wird. Ja. Und auch, dass hier die Texte vor allem stimmen. Nicht so wie Call of Duty. Jetzt speziell bei Return to Castle oder jetzt in dem allgemein. Ja, ja. Die haben das. Das ist einfach nur witzig, dieses Spiel. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, auf jeden Fall. Diese ganzen Wolfenstein-Spiele, ey, das ist. Das ist so das Counter-Call of Duty, so habe ich das Gefühl. Obwohl Call of Duty ist bestimmt auch sehr amüsant und so. Man darf Call of Duty nicht immer haten, aber es ist so einfach, Call of Duty zu haten. Das ist halt das Ding. Ja, weil es halt auch nicht so viel richtig macht, leider. Ich warte, bis heute warte ich auf dieses Alt-F4 Games, kennst du den? Ja, kenn ich. Dass der endlich mal das von letztem Jahr das Call of Duty bespricht. Hat er bis heute nicht gemacht. Wie jetzt? Vom letzten Jahr? Ja. Okay. Ich weiß nicht, welches es war. War es ein Black Ops oder war es... War es ein Black Ops Ghosts? Nee, Infinite Warfare? Das war nicht... XY? Aber das letzte halt, von letztem Jahr. Ja, ja, genau. Hat er bis heute kein Video Advanced zu gemacht. Warfare, oder irgendwie? Modern? Advanced war doch das Advanced mit den Max und so. Advanced Warfare kann sein. Ja. Weil ich behaupte, dass die Geschichte absoluter Bullshit. Ja, kein Wunder. Also mehr Bullshit als alle anderen zusammen. Mhm. Weil ich meine, es geht darum, irgendwie kann man in der Zeit zurückreisen, ja, um einen Zug aufzuhalten, wo eine Technik drauf ist, die dann in die Luft gejagt wird. Aber das ermöglicht erst dieses Zurückreisen, weil die dann mehr geforscht haben. Okay. Und dann denke ich mir, wenn ihr in die Zeit zurückreist und wisst, was passieren wird, warum macht er nicht erstens eine Sicherheitskopie von dieser Technik, mhm, die in die Schweiz gefahren wird? Und vielleicht macht es einfach nicht auf dem Zug, der die Luft gejagt wird. Hey, Moment. Also, Spielende. Ja, stimmt. Das stimmt. Also, und keiner kann mir das bestätigen, ob ich einfach zu doof bin, die Geschichte zu verstehen. Oder ob die Geschichte einfach so dumm ist, wie ich es gerade erzählt habe. Das ist Kessler. Den brauche ich gleich. Ich bin gleich in so einem Nazi-Dorf. Aber ja, das wusstest du ja von The Old Blood. Deswegen,
Super Sache, ey. Ich finde das voll witzig, dass die Old Blood so ein richtiges Remake ist von dem Teil hier. Aber wusste ich auch nicht, weil ich habe den, wie gesagt, nicht so oft gespielt. Ich weiß nur, dass, okay, du bist wieder auf Wolfenstein und gehst dann in die Stadt. Diese Sendung ist immer noch nicht gesponsert von Martha Nuss Gold. Das wäre auch so ein geiler Disclaimer, ne? Nicht gesponsert. Oder auch dann am Ende so die Credits. Ja, wurde nicht unterstützt von. Mhm. Und dann kannst du es einfach ewig lang machen. Mhm, und dann auch nur so Marken, die keine Sau kennt. Ja, genau. Sehr gut. Ich bin ja sowieso sehr gerne in meinem privaten Stream großer Fan von Sachen zu bewerben, für die ich kein Geld kriege, weil ich sowieso von gar nichts Geld kriege. Mhm. Deswegen ist Werbung hier voll okay. Mhm. Und Anstiftung zum Kauf von Dingen. So, das ist jetzt mein Buddy, mein Spion-Buddy, und ich bin wie immer BJ Blaskowitz. Kennst du zufällig das Video von Enemy Territory, also von Alter Games Enemy Territory mit Ronneberg? Ich glaube nicht. Okay. Aber. Da sind die beiden Binoculars. Okay. Ja, genau. Danke, Ronneberg. Ich habe hier so. Ist da so ein Running Gag? Ronneberg. Ronneberg. Das ist komplett. Das ist irgend so ein Geist-Typ, wo du so Graffiti machst über das komplette Spiel. Und wenn du 80 Graffitis gesprüht hast, kommt die zweite Kampagne freigeschaltet mit diesem Ronneberg. Und das ist ein komplett nutzloser Typ. Der aussieht wie der Typ aus Call of Duty, dieser Pierce. Also Vollbart, Baret. Und der kann halt gar nichts, ist aber ein kompletter Klugscheißer. Okay. Aber wieso hast du jetzt wieder ein Messer? Weil der Typ besoffen ist und ich muss ihn in den Arsch messern. Na Hoppchen, also so schnell kann es gehen. Jetzt weiß ich, woher Timesplitters Future Perfect seine Gags hat. Mhm. Da gibt es auch so einen besoffenen Typ, einen besoffenen Scharfschützen. Der erzählt, was er mal wird. Fliegen fest geschlossen. Habe ich dir schon erzählt, dass ich das im Musikunterricht gesungen habe, dieses Lied? Das, ich weiß nicht, wieso. In Deutschland, oder? Ja, ja, schon hier in Deutschland, ne? Unser Musiklehrer hat uns dieses Lied echt im Musikunterricht singen lassen. Ich weiß nicht genau, ob das damals nicht irgendwie. Vielleicht hat das irgendwie geschichtsmäßig Sinn gemacht, weil er war gleichzeitig unser Geschichtslehrer, also vielleicht. Aber so. Nazi-Lieder singen im Musikunterricht ist so eine Sache, ey. Du hast ja studiert, daher denke ich, du hast Gymnasium bis zum Ende gemacht. Ja, schon. Okay. Bei mir war es ja so. Du hast Nazi-Lieder gesungen, einfach nein. So ohne. Erstens stimmt das nicht und zweitens na und? Zweitens na und? Darf man das noch nicht mal noch sagen dürfen oder so ein Scheiß? Ja, bitte? Wir haben Musikunterricht und auch Geschichtsunterricht, aber vor meinem Musikunterricht hat mich erst geärgert. Mhm. Wir sind bis in die 50er Jahre gekommen. Okay. Geschichtlich. Und dann in der 9. Klasse einfach von vorne angefangen. Wir haben einfach nicht weitergemacht im Geschichtsunterricht genau bis Stalin gemacht und dann wieder von vorne angefangen. Okay. Und dann dachte ich mir, Moment, jetzt wo es interessant wird und wo wir die meisten Infos haben, weil es noch nicht 100 Jahre her ist. Warum? Hört ihr einfach auf und erzählt mir die Geschichte von vorne. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, da gibt es doch eigentlich noch genug zu ja, lernen. Ja eben, von dann wird es interessant, wenn Rock aufkommt, Blues, Jazz, einfach von vorne angefangen. Okay, na gut. Und plötzlich waren wir wieder in der Nibelungensage. Bescheuert, ey. Ich mag solche Geschütze hier in dem Spiel, weil man fühlt sich so mitten in der Action so, aber man knallt trotzdem alle ab. Weißt du, was ich meine? So, überall um einen herum fliegen diese Schüsse, weil der Spread halt so heftig fett ist. Aber man kann einfach so gechillt hier so rumsitzen, sein Bier trinken und so. Ja, ja, Hans Friedrich. Mein Onkel heißt Rick, ich muss mehr auf den Chat achten. Ich guck zwar da immer rein, aber merkt mir kein einziges Wort. Nur damit ihr das Gefühl habt, keine Spoiler. So, weg damit. Wenn du noch in der 8. Klasse bist oder 7. Dann solltest du diesen Stream, glaube ich, nicht gucken, weil das Spiel ist erstens ab 18, zweitens von Nazis. Nein. Von Nazis für Nazis? Nein, ist es nicht. Es ist einfach nur dumm hier in Deutschland mit diesen ganzen Scheißregelungen.
Ja, und ich finde, ach, das Problem ist, man kann auch nicht ein Zeichen setzen, ne? Ja, man kann auch nicht sagen, so irgend so ein rotes Alarm, Alarm, wir sind keine Nazis, aber wir zeigen diese Hakenkreuz-Spiele so mäßig vom Ding her, weil das auch im Spiel drin ist, so, da kann man halt nichts verhindern. Feldlasserett, da muss ich, glaube ich, hin, um die ganzen Nazis abzuschlachten. Das ist der Style. Also, ich könnte die Sache nur verstehen, wenn du es aus der falschen Motivation heraus machst. Wenn du sagst, okay, ich bin jetzt ein deutscher Nazi und töte alle. Ja, aber dann, das ist voll kontraproduktiv, weil warum würdest du Nazis abknallen, wenn du Nazi bist? Was ja, eben. Also, gibt es so einen Pacifisten-Run von Return to Castle Wolfenstein? So für Nazis so speziell so? Für Amis wahrscheinlich schon. Okay. Die finden es total geil, Deutsche abzuschießen. Ist das so? Und wir als Deutsche, das ist ja irgendwie so... Oh, jetzt wird's gefährlich. Na? Selbstheilung. Selbstheilung, indem wir uns abknallen? Also ich sag mal so... Wir sind zu betrunken für diesen Scheiß, Jan Socek. Ich glaube nicht, dass du das jetzt sagen solltest vor laufendem Stream.